begrüße euch ganz herzlich zur Botschaft für die Woche vom 1. bis zum 7. Juli. Und wollen wir mal gucken, was wir hier haben, welche Energie wir hier haben. Wir haben einmal die Hauptenergie Treues Herz aus dem Deck Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Da gehe ich gleich wie immer näher drauf ein und sage jetzt wie immer erstmal etwas zur Legung. Nachdem ich auf die Karte eingegangen bin, ziehe ich in der oberen Reihe 3 Tarotkarten, in der unteren Reihe 3 Tarotkarten. Die obere Reihe ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit, auf der die potenzielle Entwicklung der Woche oder die Entwicklung, die in der Woche, die wir haben, potenziell angestoßen wird, liegt. Das heißt, die untere Reihe ist dann eben für diese Woche. Und das war es auch im Großen und Ganzen schon. Wir gucken noch einmal kurz in die Infobox. In der Infobox finden wir auf jeden Fall den Link zu den privaten Legungen, den Kanalmitgliedschaften, einige andere mehr. Und natürlich findest du da auch alle Decks aufgelistet, die ich hier nutze. So, ich fange an, mich in die Karte reinzuspüren. Du fängst an, wenn du es nicht schon getan hast, dich innerlich gut zurückzulehnen, damit du das Ganze hier gut auf dich wirken lassen kannst. Treues Herz, die Grundbedeutung ist klar, in irgendeiner Art und Weise geht es um ein Verbundensein, verbunden bleiben. Aber wir schauen mal, was das ist. Ich habe das Gefühl, dass in einer Beziehung irgendwie eine Art Erwachen eintritt. Und man deutlich mehr in die Lebendigkeit kommt und es geht, habe ich das Gefühl, um etwas, was schon lange da ist. Was schon lange da ist, wo einem gewisse Dinge klar werden. Das kann ein Job sein, das kann eine Beziehung sein, eine partnerschaftliche, auch zu einem Kind oder wem anders, das weiß ich nicht genau. Das haben wir hier noch nicht so direkt. Das gibt auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass das offen bleibt, aber das ist erstmal das Grundgefühl dahinter. Es ist ein Aufwachen. Irgendwie eine Art Aufwachen. Wir kommen jetzt erstmal zu den Tarotkarten. Ich lege erst alles aus, sage etwas zu den Grundbedeutungen der Karten und dann kommen wir in die Deutung. Wir haben einmal die 4 der Stäbe, erste Karte der Entwicklung aus der Vergangenheit. Die können für was Häusliches stehen, aber auch für eine Etappe, die geschafft wurde. Oder ein schönes Beisammensein. Dann haben wir die 6 der Schwerter für ein Umdenken, für ein quasi innerliches Umschiffen, auch emotionales Umschiffen. Und das Ass der Stäbe für die Chance auf einen Neubeginn in Lebenswut, Lebensenergie, Lebensleidenschaft. Dann haben wir die erste Karte der potenziellen Entwicklung der Woche oder der Entwicklung, die in dieser Woche angestoßen wird, den Hierophanten. Der Hierophant nimmt die Dinge, wie sie sind, also verbindet sich mit den Dingen, wie sie sind, ohne da im Vorhinein zu manipulieren, zu blockieren oder sonst irgendwas. Die Grundbedeutung ist, erstmal nehme ich das an, was ich vorfinde und finde mich da rein. Dann haben wir den Narren. Für das Verlassen einer Situation oder das Verlassen von etwas und etwas Neues aber auch noch nicht angefangen haben, sondern erstmal in so einer Art Niemandsland sein. Und dann haben wir den Gehängten für die Umkehr einer Perspektive. So. Die 4 der Stäbe, die 6 der Schwerter und das Ass der Stäbe, da gucken wir jetzt mal als erstes rein. Die 4 der Stäbe, da war irgendwas, war da nicht in Ordnung. Das ist so, es ist eine gewisse Harmonie in den 4 der Stäben drin. Das kann, wie gesagt, eine häusliche Situation sein. Ich würde es aber auch auf den Job übertragen wollen, also das kann auch auf den Job bezogen quasi die häusliche Situation sein, also da, wo man sich jobmäßig zu Hause fühlt oder auch in einem anderen Lebenszusammenhang. Hier ist irgendwas ist man nicht rund gelaufen. Ich ziehe noch mal 2 Karten dazu. Irgendwas war gut und irgendwas nicht. So, wir haben einmal den Fuchs, der mit Ratio vorgeht. Und dann haben wir den Park.
Der kann für Freunde, Verwandte, Bekannte, das Umfeld stehen. Der kann auch für einen direkten Kontakt stehen. Ja, irgendwas hat nicht gestimmt. Irgendwas im Kontakt hat nicht gestimmt, zu wem auch immer der Kontakt war. Du wirst es am besten wissen. Mit dem Fuchs ist immer so ein bisschen, ja, es ist eine Hab-Acht-Stellung einfach da. Und ein Spüren, der Platz ist nicht ganz der richtige. So. Die Sechs der Schwerter. Die Sechs der Schwerter. Mit den Sechs der Schwertern nehme ich viel Herzensenergie wahr. Es ist das Gefühl, man schifft zum Richtigen hin. Man nähert sich dem, wo man sich gut fühlt, wo man auch merkt, da ist ein innerer Frieden bei. Da fühlt man sich als, ich sag mal ein bisschen technisch, als System in dem Neuen, wo man hinschippert, deutlich besser funktionierend auch. Wir haben den Hund für eine gute Selbstanbindung oder auch Selbstliebe oder aber auch Freundschaft, Loyalität. Und dann haben wir die Sense für Unterschiedliches. Ja, man gibt definitiv sich selber den Raum. Und das ist das Wichtige. Man hat hier sich noch irgendwas, glaube ich, unterstellt, sich nicht ganz selbst ausformuliert und konnte auch nicht so ganz sein, wer man ist. Und hier ist ein, und jetzt folge ich mir selber. Ich folge jetzt mir selber. Ich mache mit der Sense den Weg frei, wobei ich die Sense auch nicht, das ist schon mal was sehr Hartes, was sehr Schneidendes. Ich habe das Gefühl, dass es hier gar nicht mit so viel Härte vorgegangen ist, sondern die Sense hat auch was Rückverbundenes zu einem selber. Auch was Liebevolles, aber auch also die Klarheit der Sense. Hier geht es in die und die Richtung weiter und das wurde auch gemacht. Das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe. Da muss ich nochmal zwei Karten zu ziehen. Ich merke zwar, dass es sich irgendwie sehr lebendig anfühlt, aber viel mehr nicht. So, wir haben hier einmal die Schlange für Verwicklungen, Verstrickungen, sich unfrei fühlen. Und dann haben wir das Schiff für ein Weiterziehen für Sehnsucht. Einen kleinen Moment. Ich habe das Gefühl, dass hier tatsächlich irgendwie noch wie so ein Knoten platzen musste. Es musste irgendwie zu so einem Punkt kommen, wo man sich noch mal ganz klar entscheiden musste. Denn es ist, für mich ist hier beides wie gleich. Die Schlange sind die eigentlich weniger schönen Lebensgefühle. Ne? Das ist das, wo ich mich nicht frei fühle, wo ich auch merke, da gibt es immer irgendwelche Schwierigkeiten in mir und so weiter. Und das Schiff ist aber etwas anderes. Das ist eigentlich das Neue, wo ich hin will und wo ich auch auf dem Weg hier bin. Die Schlange ist quasi, sind die vier der Stäbe und das Schiff ist diese ganze Position. Das ist mit dem Neuen verbunden und das haben wir hier nochmal. Und ich habe das Gefühl, es musste bei dir mit dem Ast der Stäbe richtig nochmal zu so einem Punkt kommen, wo du nochmal dir quasi beides anguckst oder wo du nochmal mit beidem konfrontiert warst und wirklich nochmal in einer Tiefe eine bestimmte Entscheidung treffen musstest. Und weil du das aus deiner, ich habe ja gesagt, ich nehme da schon eine starke Lebensenergie wahr, weil du das aus deiner Lebensenergie, aus deinem Was will ich wirklich raus treffen musstest. Und das ist diese Position, das ist das Ass der Stäbe. Dann haben wir den Hierophanten, den Narren und den Gehängten, die potenzielle Entwicklung der Woche.
Der Hierophant, den nehme ich sehr, sehr gelöst irgendwie wahr. Weil man, ich habe das Gefühl, in der Position nochmal erkannt hat, die Schlange ist nur anstrengend. Entscheide ich mich für den schwierigen Weg, ist es nur anstrengend. Und hier ist aber die Entscheidung gefallen für den Weg, bei dem man einfach merkt, dass es der richtige ist. Man geht nicht mehr über seine Grenzen raus, sondern man bleibt in seinen Grenzen, in dem, wie man das Leben wahrnimmt, ohne da in einem aktiven Element in irgendeine Richtung reingrätschen zu wollen oder was machen zu wollen. Wir haben hier den Baum für Wachstum, Heilung, Stabilität und das Buch, beziehungsweise hier die Bücher für was Verborgenes oder Wissen oder ein Kapitel, was ich öffnen möchte oder ein altes, was ich schließen möchte. Der Baum. Ich habe das Gefühl, der Baum in seinem Wachstum orientiert sich sehr an den Büchern. Und die Bücher sind hier das, was das Leben bereithält. Und was man letztendlich, da kommen wir wieder zur Grundbedeutung vom Hierophanten, nimmt, wie es letztendlich auch ist. Die Bücher sind, was sie sind. Das Leben ist, was es ist. Da kann ich noch so sehr versuchen, mich in irgendwas anderes zu biegen. Das hat dann aber in der Regel Motivationen wie Schuldgefühle, Verantwortungsgefühle, Ängste, Sorgen und so weiter. Irgendwas, was eigentlich mit dem Fluss des Lebens nicht vereinbar ist. Und hier geht die Entscheidung in die Richtung, ich nehme, das Leben, wie es ist und gehe weiter. Und da nehme ich eine große Verbundenheit zu den eigenen Gefühlen wahr, auch zu einer Berührtheit von sich selber. Und ja. Lassen wir mal so stehen an der Stelle. Der Narr. Dem Narren ist man sehr für sich erstmal. In einem inneren Gefühl sehr für sich. In dem Narren ist dieses Realitätsgefühl, was hier in der Karte so drin ist, dieses wirklich tief aufgewacht sein. Ne? Und wir sehen, Aufwachen hat hier schon angefangen, wenn nicht sogar noch früher. Aber hier hat das schon angefangen. Man ist hier schon seinen Weg gegangen. Und hier ist nochmal ein, es ging nochmal um eine Entscheidung. Es geht nochmal mehr in dem Landen, wo man mit den sechs der Schwertern quasi schon auf dem Weg war, in dem guten, in der guten Anbindung mit sich. Und mit dem Narren ist es wirklich ein, ich weiß nicht, wie viele Stufen noch kommen, aber es fühlt sich hier wie ein erstmal endgültiges Aufwachen an und wirklich von etwas Abstand nehmen. Ziehe einfach auch nochmal zwei Karten dazu, von etwas Abstand nehmen, dass es nicht ist. Wir haben den Stern für tiefe Integration emotionaler Anteile und dann haben wir den Fisch für Gefühle, können die stehen oder kann der stehen oder auch für, kann auch eine Person mit hinter sein, die einem wichtig ist. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass mit den Fischen noch was anderes mit drin ist. Es ist hier schon die Entscheidung, zwar wirklich von dem alten Abstand zu nehmen
Und was das Alter angeht, auch in so einem absoluten Realitätsding zu sein, in einer sehr großen Ernüchterung zu sein. Aber gleichzeitig fügt sich mit dem hier auch die neue Lebenssituation deutlich mehr zusammen. In den Fischen ist der andere Part mit drin. Ist etwas, entweder eine neue Beziehung, ein neuer Job oder ein neues Lebensgefühl auch. Es kann auch erstmal rein so auf emotionaler Ebene irgendwas sein, ohne dass du es mit was außen festmachst. Aber hier fügt sich auch das Neue zusammen. Das Alte braucht diese Ernüchterung an dieser Stelle nochmal, um sich deutlich mehr mit dem Neuen quasi zu integrieren und den neuen Weg zu gehen. Okay, der Gehängte. Der Gehängte. Ich ziehe mal zwei Karten. Und zwar haben wir hier einmal den Reiter für ein Vorwärtsgehen, ein in die Dynamik kommen. Und dann haben wir die Vögel für Lebendigkeit. Können auch mal für Hektik oder Stress stehen. Nee, man folgt seiner Lebendigkeit. Und dem Gehängten ist es auch dieses gut in eigentlich etwas Neuem gelandet sein. Ne? In der neuen Lebensperspektive, also können wir das nennen, in der neuen Lebensperspektive ist man gut gelandet, aber es brauchte nochmal diese wichtige Stelle. Hier, auf der dann der Rest quasi auf der sich dann der Rest entwickelt hat. Also es ist hier wirklich ein Infragestellen von etwas Alpen, was so auch nicht mehr stimmig ist. Ne? Und wo ich das Gefühl habe, in der Form, in der man das mal hatte, wird es auch nie wieder kommen. Genau, aber um eben noch weiter ins Neue zu gehen, braucht es diese Entwicklung, meine Lieben. Ich würde sagen, dann haben wir das damit. Ich ziehe noch eine Karte aus dem Gaia-Orakel für dich. Da haben wir so quasi zum Abschluss The Search, Feeling Lost, Confused, Lonely. Also die Suche, sich alleine fühlen, konfus sein und sich nochmal alleine fühlen. Da guck mal im Großen und Ganzen, was das mit dir macht. Ich kann dir von meiner Seite aus sagen, weil mich das einfach gleich so anspringt, ansonsten lasse ich die Karte ja ganz gerne bei euch, aber das ist ein Zustand, in dem du nicht sein musst. In dem du an sich nicht sein musst, wenn du die Entscheidung für dich weiter triffst. Triffst du die Entscheidung gegen dich, bleibst du in diesem Zustand. So, das nochmal abschließend, aber ansonsten lasse ich die Karte natürlich bei dir. Okay, meine Lieben, also ich hoffe, ich konnte etwas helfen. Freue mich sehr, dass ihr da wart. Freue mich über eure Kommentare immer sehr. Und ja, würde sagen, bis hoffentlich die Tage wieder.